Wir alle kennen die Systemvoraussetzungen vom Apple Game Maker MV und MZ, allerdings reicht die meistens nicht aus, um wirklich damit Games zu erstellen. Aber welche Hardware braucht man denn nun wirklich, um damit Spiele erstellen zu können? Darüber geht es heute in diesem Video. Die Systemvoraussetzungen sind dafür gedacht, dass der RPG Maker MV bzw. der MZ ordnungsmäßig auf dem PC funktioniert. Allerdings wollen wir ja noch ein paar Programme gleichzeitig geöffnet haben, wie zum Beispiel Photoshop oder irgendein Musikprogramm oder sonst irgendein Programm, das man im Hintergrund dazu laufen haben möchte. Deshalb zeige ich euch heute, welche Hardware man braucht, um auch wirklich ein Game zu erstellen. Kommen wir als erstes zum Herzstück, und zwar zum PC bzw. zum Laptop. Da ich meine Games selber teste auf einem Laptop mit minimalen Anforderungen, weiß ich, dass auch dort alles funktioniert, was noch funktionieren muss, und deswegen ist es der perfekte Kandidat für die Auflistung der Hardware. Fangen wir doch einfach mit dem CPU an. Ein Intel Core i3 6006U ist ein Dual-Core mit 2 GHz. Es kann auch ein bisschen mehr sein, aber es reicht tatsächlich aus, wenn man nur 2 GHz zur Verfügung hat. Die meisten Programme brauchen einfach nicht mehr, wie zum Beispiel Musik erstellen oder wenn ihr GIMP benutzt. Zum Pixeln und für kleinere Arbeiten reicht es, für größere Bilder, was man beim RPG Maker fast nie braucht, wird es ein bisschen knapp, aber bei Pixel Arts ist das vollkommen ausreichend. Auch bei Musikprogrammen gibt es überhaupt keine Bedenken, ich habe damit auch Musik erstellt. Arg viel CPU-Leistung wird tatsächlich dort nicht benötigt. Dem RPG Maker ist es ohnehin vollkommen egal, welchen CPU ihr habt, ob ihr jetzt einen Dual-Core habt, ob ihr jetzt einen Octa oder einen Quad-Core habt. Das ist vollkommen belanglos, weil der RPG Maker benutzt lediglich einen Core. Das heißt, wenn ihr einen 2 GHz Dual-Core habt, wird er am Ende auch nur einen Core benutzen mit 2 GHz. Wenn ihr jetzt 1,5 oder 1,8 Core, Quad-Core oder einen Octa-Core habt, dann wird das mit der Performance ein bisschen knapp. Es wird ein bisschen ruckeln, wenn ihr weniger als 2 GHz habt, deswegen Minimum 2 GHz Dual-Core, damit ihr auch die volle 60 Frames habt. Darunter wird es ein bisschen knapp. Zur Grafikkarte gibt es tatsächlich nicht allzu viel zu sagen, spannenderweise. Die integrierte Grafikkarte vom Intel reicht vollkommen aus, um den RPG Maker lauffähig zu machen. Ihr könnt das auch mit dem Toaster machen, die Grafikkarte ist nicht so wirklich wichtig. Wenn ihr eine zusätzliche Grafikkarte einbauen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Die integrierte reicht vollkommen aus. Bis jetzt hatte ich auf jeden Fall noch keine Probleme mit 2 GHz. Ausgenommen sind Spiele mit zu vielen Plugins, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ja, kommen wir jetzt mal zum RAM. Wie viel Arbeitsspeicher brauche ich denn für den RPG Maker, damit ich gescheit Spiele erstellen kann? Und da bleibt zu sagen, auf jeden Fall nicht weniger als 8 GB. Ihr könnt das auch mit 4 GB machen, aber das würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Allein wenn ihr Google Chrome aufmacht, braucht ihr Unmengen an Gigabyte. Deswegen Minimum 8 GB. Wer mehr haben will, kann das auch tun. Das macht überhaupt nichts in der Performance aus. Es ändert zumindest nichts. Es wird nicht schneller oder besser dadurch. 8 GB sind vollkommen okay. Ja, kommen wir jetzt zur Extra-Kategorie, die ich hier erstellt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass hier und da noch den einen oder anderen gibt, der keine SSD-Festplatte hat. Und es gibt auch noch relativ wenige Laptops, die noch angeboten werden mit einer HDD, aber es gibt es immer noch. Ich frage mich warum. Aber wenn ihr mit dem RPG Maker Spiel erstellen wollt, dann kauft euch eine SSD, schmeißt die alten HDD-Festplatten einfach weg. Ich bekomme hier und da auch mal Fragen von Anfängern, wieso dauert der Map-Wechsel so lange, warum kommt der Loading-Screen so oft, warum dauert es so lange, ein Kampfsystem reinzuladen, und das ist einfach nur, weil die Festplatte viel zu langsam ist. Eine HDD-Festplatte ist einfach nicht mehr, heutzutage braucht man sie nicht mehr. Kauft euch eine SSD, mittlerweile sind die auch schon billig, man kriegt die 250 GB für 40 Euro rum. Es ist echt nicht mehr teuer und das Update lohnt sich auf jeden Fall. Alleine schon beim Windows starten. Ich brauche eine halbe Stunde mit einer HDD, mit einer SSD ist es in 5 Sekunden erledigt. Auch Characters laden und so weiter geht viel, viel, viel schneller, wenn ihr eine SSD habt. Selbst Sony hat es mittlerweile mit der neuen PlayStation 5 kapiert, dass man mittlerweile eine SSD braucht und eine HDD einfach nicht mehr ausreichend ist. Ich würde zum Beispiel kein PC mehr verbauen mit einer normalen Festplatte. Es lohnt sich einfach nicht. Es ist zu langsam.
Die PC-Geschwindigkeit wird so massiv runtergesetzt mit einer alten Festplatte, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, die einzubauen. Wenn ihr einen langsamen Laptop habt, baut eine SSD-Karte rein, es wird wieder laufen wie eine 1. Jetzt kommen wir mal zu Gadgets, die nett zu haben sind, aber man nicht wirklich braucht, aber ich mittlerweile nicht drauf verzichten kann. Wie zum Beispiel sowas Einfaches wie ein Game-Controller. Ja, auch einen Game-Controller braucht man an einem PC. Mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so unüblich, dass man mit einem Controller an dem PC spielt. Bei 2D-Games bietet sich auch ein Controller an. Die Steuerung ist meiner Meinung nach ein bisschen besser, fühlt sich besser an. Und mit dem zusätzlichen Plugin kann man sogar das ganze Button-Layout ändern, wie man es haben möchte. Also Controller-Support ist heute gar nicht mehr so unwichtig. Ja, jetzt noch das letzte Gadget, das man braucht, und zwar ein Smartphone. Es hört sich doof an, aber ich möchte mittlerweile nicht mehr auf Smartphones verzichten, wenn ich meine Games mache. Mittlerweile mache ich auch sehr viel Android-Games, die auf Android auch dann laufen. Ich empfehle da tatsächlich das Galaxy S8. Da laufen die Games am besten. Mit vollen 60 Frames, ohne Rucklern, einwandfrei. Hab bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Wenn ihr wissen wollt, auf was man denn achten muss bei Android Games, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Vielleicht mache ich da noch ein extra Video dazu, wenn es da Interesse gibt. Ja, wenn man ein paar Internetseiten durchliest, dann hört man immer wieder, ja, der RPG Maker, der funktioniert nicht so richtig auf Android. Es ist alles viel zu ruckelig, die Framerate ist irgendwo im Keller zwischen 10 und 20 Frames. Das sind aber mittlerweile sehr alte Foren bzw. Nachrichten, weil mittlerweile ist es möglich, den RPG Maker zu benutzen auf einem Android ohne Ruckler. Wenn ihr jetzt natürlich ein Handy habt, das irgendwie 6, 5, 7, 8 Jahre alt ist, dann wird das nicht funktionieren. Aber das Galaxy 8 ist mittlerweile, glaube ich, auch schon so 5 Jahre alt und es funktioniert einwandfrei. Es gibt natürlich da ein paar Sachen zu achten wegen der Performance, das ist natürlich klar, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid jetzt RPG Maker ready und könnt loslegen mit dem Spiele erstellen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Intro-Fehler es gibt, dann klickt mal hier auf das Video. Dort erzähle ich euch nämlich, welche Fehler man machen kann im Intro. Das war's jetzt von mir. Bis dahin, Tschüssikowski!